Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7-Minute Squad. Ja, ich habe es zwar gesagt, letzte Episode, aber nee, wir machen noch eine 26. und zwar heute im etwas Oldschool-Style. Was das bedeutet, erkläre ich euch gleich. Zunächst einmal, wenn es euch heute gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Das ist eine großartige Unterstützung. Videobeschreibung, Links unter anderem zu meinem Merch könnt ihr gerne auschecken, würde ich mich extrem drüber freuen. Und auch bei den Social Media Seiten wie Instagram, Twitter, Facebook und Snapchat könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr darauf Lust habt. IG Vault ist auch unten drin für die letzten günstigen Coins in FIFA 16 und natürlich auch schon Microsoft-Guthaben für FIFA 17. Rabattcode MaxGamingTV 6% und momentan gibt es auf die Coins nochmal 20%. Sommerrabatt lohnt sich also auf jeden Fall. Gut, ansonsten, warum steht ein Müllsack da im Hintergrund? Ich räume hier gerade mein Zimmer auf, beziehungsweise oben habe ich das ja angekündigt und dementsprechend könnte es auch sein, dass es ein bisschen halt. Ich hoffe das nicht, aber ich weiß es wie gesagt nicht ganz hundertprozentig. Genau, so, was heißt Oldschool? Wir haben eine 7-Minute-Squad-Mannschaft. Ich habe gerade eine Episode aufgenommen. Ich hatte, glaube ich, 110.000 Münzen oder sowas, aber leider Gottes ist das komplett in die Hose gegangen, denn ich sag mal so, die Spieler waren scheiße und ich habe einfach ums Verrecken kein Team hinbekommen. In 7 Minuten nicht und auch danach in einer halben Stunde nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das Ganze nochmal neu, weil das hat ja irgendwie keinen Zweck. Wir öffnen 2 Sets, genauso wie wir es früher gemacht haben. Ich habe mir ja in den letzten Wochen und Monaten und Jahren immer Spieler einfach ausgesucht oder auf dem Transfermarkt gesucht. Aber heute öffnen wir wieder 2 Sets zur Feier des Endes von FUT 16 und nehmen die beiden bestbewerteten Spieler und bauen darum ein Team innerhalb von 7 Minuten, beziehungsweise hoffentlich 7 Minuten. Und ich würde sagen, damit fangen wir gleich mal an. Wenn diese Episode besser oder diese Variante besser gefällt und wir die in FIFA 17 auch machen sollen, schreibt mal in die Kommentare oder lasst halt als Zeichen, dass es euch gefallen hat, den Daumen da oben da. Ich denke mal, das ist ja relativ offensichtlich. So, erstes Pack, Harry Kane und wir ziehen einen französischen Sechser und zwar Maxime Gonalon. Den habe ich dieses Jahr ungefähr 10.000 Mal gezogen. Das würde, glaube ich, der Spieler, den ich am häufigsten in ganz FIFA gezogen habe. Das ist unglaublich. Dazu noch Victor Fischer, der mittlerweile bei Middlesbrough ist, dem Premier League Aufsteiger und Daily Blind. Aber das sind beide Spieler, die wir nicht weiter verwenden werden, sondern wir springen direkt zum zweiten Pack und das ist mit David Alaba auf dem Cover. Gerade eben war übrigens der Beste, den ich gezogen habe, Paletta auch vom Rating her. Dieses Mal haben wir mit Gonalon schon mal einen besseren. Der zweite wird leider Gottes ein etwas schlechterer, beziehungsweise auch ein nicht seltener und zwar Van der Vaart. Aber ich glaube, wir nehmen Erdinch. Einfach mal, weil ich den am Anfang so gefeiert habe, als er auch bei 96 war und jetzt nicht mehr so feiere. Und ganz ehrlich, ich habe keine Lust auf die Superliga. Weiß ich nicht, ob ich das wirklich machen muss. Nee, eigentlich nicht, oder? Ach, Van der Vaart ist jetzt... Nee, komm. Komm, Van der Vaart habe ich auch gar keine Lust drauf. Erdinch dementsprechend oder Rübusch? Ja, das ist auch eine Möglichkeit, den Rübusch zu benutzen. Ha. Und den schlechtesten... Nee, ja, komm, das ergibt Sinn. Nehmen wir den schlechtesten und den besten, das heißt Marcel Rübusch. Und einmal Maxi... Ach nee, ist ja gleiche Liga. Beide sogar. Ach, scheiße. Borini hatten wir dann auch. Dann nehmen wir Borini halt. Ja gut, kannst jetzt nichts machen, aber Van der beim besten Willen, nee, nee. Oder, ja komm, was soll's, nehmen wir halt Van der Vaart, ich habe ja gesagt, wir nehmen die beiden besten, dann machen wir das jetzt auch so. Hier gibt's nichts von wegen, keine Lust. So, Van der Vaart auf die 10 und Gonalon auf die 6, aber wir nehmen eine andere Formation, weil so geht das nicht. Das kann ich so nicht akzeptieren mit der Formation, die habe ich gerade schon benutzt, hat nicht funktioniert. Was haben wir denn für eine coole Formation, wo wir einen 6er und 10er haben? Oh, 4-5-1 beispielsweise. Wäre eine Variante oder 4-2-3-1. Ja, komm, nehmen wir das hier. Weil da kann Van der Vaart in der Mitte sein und Gonalon auf 6. Das ist gut. So, alles klar. Dann würde ich sagen, legen wir los. 7 Minuten haben wir wie immer Zeit. Und ich würde sagen, der Timer und der Countdown startet in 3, 2, 1 und go. So, fangen wir mal an. Ich bin gespannt, was ich da so machen kann. Ihr seht hier, Yunusi, der hatte in der letzten Episode eine gewisse Relevanz, aber jetzt auch nichts Großartiges. Wie sieht es denn aus mit Niederländern in der dänischen Liga, in der Superliga oder wie auch immer die hier heißt. Wahrscheinlich heißt sie wirklich Superliga und ich bin komplett in der falschen Richtung. So sieht es nämlich mal aus. Ne, heißt es offenbar doch nicht. Wie heißt die denn? Als, ne, als Svenskan ist ja die schwedische. Dänisch haben wir da gerade. Nicht blind? Ne. Alka, ach ja. Dämlich. Egal. Warum suche ich eigentlich... Ich wollte in der Liga suchen. Das geht ja schon wieder richtig gut los. Hier, so kann man auf jeden Fall Zeit gut machen. Thunderwheel haben wir da, wir haben Rekik, aber das ist ja jetzt alles nicht so besonders berauschend, weil das ist halt genau die falsche Richtung, in der brauchen wir nichts. Okay, das können wir also vergessen. Wie sieht's aus mit Franzosen in der Alka Superliga? Denke ich mal auch relativ bescheiden, das habe ich mir fast schon gedacht. Gut, dann müssen wir das dementsprechend irgendwie anders deichseln. Und zwar machen wir dann Gonalon ganz einfach und verlinken den mit Yanga und Beaver. Dann haben wir das Thema schon mal geklärt, Olympique Lyonnais oder Lyon. Und da brauchen wir natürlich dann Innenverteidiger und nicht irgendeinen anderen Franzosen, weil davon haben wir genug. Innenverteidiger und dann nehmen wir dann Yanga und Beaver.
Wunderbar, und dann haben wir das schon mal geklärt. Rechtsverteidiger brauchen wir dann auch noch aus der Liga, aber das ist, denke ich mal, gar kein großes Problem. Dann nehmen wir einfach Traoré, guck mal, der sieht doch sympathisch aus. Also den nehme ich dann einfach, ich nehme den jetzt hier erstmal, aber ich nehme dann einfach irgendwie, den ich für einen habe, weil ich habe gerade schon so viele Coins verschwendet. Ich bin hier gerade am rumfummeln, beziehungsweise ich fühle mich hier gerade angegriffen, weil ich halt gerade das ganze Zeug weggemacht habe und hier ist jetzt gerade logischerweise staubig, ne? Deswegen ist es gerade irgendwie ein bisschen komisches Gefühl, aber ist auch eine andere Geschichte. So, Stürmer Niederlande. Wir brauchen einen Stürmer aus den Niederlanden, der noch einen Stronglink zu einem Zehner hat aus den Niederlanden. Wen ich da genau nehmen möchte, weiß ich noch nicht, aber die Premier League ist, glaube ich, ein ganz guter Anlaufpunkt, weil Wijnaldum spielt da. Ja, Leroy Fer haben wir da auch. Wesley Sneijder ging ja natürlich auch, aber der ist ein bisschen zu langsam. Die Guzman, Wijnaldum wäre halt ideal für die 10 schon mal. Dann bräuchte man nur noch einen Stürmer aus der Premier League, aber da ist halt das Problem. Ne? Stürmer ist ein bisschen mau bei den Niederländern. Da ist ein De Jong, da ist ein Hüntelaar, aber ansonsten gibt es da auch schon wieder fast nicht mehr so viel. De Jong. Ja gut, ich könnte einfach auch mal Premier League eingeben. Vielleicht hilft das ja. Emnes gibt es noch. Janssen. Oh, Gottes Willen. Emnes, Janssen, Theo Janssen. Der ist halt einfach, das Problem ist, der ist halt so unglaublich schlecht von seiner Standardkarte aus, dass du den eigentlich gar nicht benutzen kannst. Zehner, Premier League. Mittelstürmer, 7 De Jong, das wäre eigentlich ein Stürmer, den man benutzen, also ein Spieler, den man als Stürmer benutzen könnte. Die machen was. Oder wir suchen halt einfach einen Stürmer außer Van Persie ging halt auch, ne? Castaños. Gibt's da vielleicht noch einen Zehner? In der portugiesischen Liga. Könnte ich mir ehrlich gesagt vorstellen. Nein. Gibt's nicht, gibt's nur Flügelspieler. Gut, dann nehmen wir Van Persie und Sneijder. Dann nehmen wir die beiden Legenden. Auch wenn die beiden nicht so schnell sind, was natürlich ein bisschen unpraktisch ist, aber das ist in Ordnung. So, Van Persie und dazu Wesley Sneijder. Zack, ja, nicht als Stürmer, aber das ist mir egal. So, linke Seite. Da brauchen wir jetzt jemanden aus der Alka Superliga. Jawohl, richtig spannend. Und zwar irgendjemanden eigentlich. Nee, nicht irgendjemanden. Wir brauchen erstmal einen Sechser, bevor wir irgendwas machen. Ist auch scheiße. Nee, ist gut. Alles gut, ist alles gut. Wir brauchen einen Sechser. Und zwar einen von Midtjylland. Wo der Kollege Van der Vaart jetzt spielen wird. Und da gibt es Tim Sparf. Ja, das ginge. Paulsen ging aber auch. Ja. Sparf oder Paulsen. Wir brauchen halt noch einen Zehner passenderweise dazu. Deswegen muss ich jetzt erstmal kurz abwarten. Einen Schweden hätten sie auch noch, der ist aber nicht sonderlich gut, beziehungsweise der geht dann schon wieder. Das heißt, einen Schweden, einen Dänen oder einen Finnen. So, und das ist jetzt die Sache, weil da müssen wir jetzt einfach suchen in der schwedischen Liga, ja, in der dänischen Liga. Zehner gibt es natürlich wie Sand am Meer, da bin ich mir relativ sicher. Sollten aber schon mindestens Silber sein. Oh, so viel zum Thema, gibt es wie Sand am Meer. Gibt es nämlich gar keine anscheinend. Sehr geil, das freut mich natürlich. Oh Gottes Willen, das ist echt eine ganz, ganz schwache Liga. Zumal ein schnellerer Spieler schon gar nicht so schlecht wäre. So, wie sieht es aus mit Schweden? Ja, den haben wir gerade schon gesehen, die beiden. Das ist ja jetzt richtig enttäuschend. Und Finnland, denke ich mal, wird nicht viel anders sein. Das habe ich mir fast schon gedacht. Im Notfall könnte man auch einen Stürmer nehmen. Dänemark vielleicht. Ja, das. Gut, das ist klar. Cornelius beispielsweise oder Schwarz. Der ist zumindest schnell und das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber ist natürlich jetzt auch nichts Berauschendes. Schweden. Boah, ist das kacke. Alter, ist die Liga schwach. Ich habe nicht im Kopf gehabt, dass sie so schlecht ist. Also nicht sonderlich gut, war schon klar. Aber so kacke, das, oh, das geht ja gar nicht. Sondern nehmen wir den Kollegen Schwarz. Nicht Squats, sondern Schwarz. Da haben wir einen Ronny Schwarz. Das ist doch jetzt wirklich mein Ernst. Ah. Ja, geil. Okay, dann nochmal anders. Antipas, ja. Hier, Mark Condes, der ist einigermaßen schnell. Hani Mukta gäbe es auch. Von Brøndby, also wir brauchen ja einen Dänen. Das heißt, wir nehmen hier diesen Mark Condes. Forster Skills. Natürlich nicht.
Von Midgieland nehmen wir dann irgendeinen 6er oder 8er oder was auch immer. Ich habe gerade wieder vergessen, was das alles ist. Midgieland. Ja, hier Paulsen, ne? Zack. So, und dann brauchen wir nur noch eine Kombination aus Innenverteidiger, Torwart und Torwart, Innenverteidiger und Linksverteidiger. Und dann nehme ich jetzt einfach irgendwas, was ich im Verein habe. Weil das alles andere sonst totale Zeitverschwendung wäre. So, Bundesliga, weil da kannst du halt jegliche Kombination nehmen. Zum Beispiel Sommer, mal wieder. Haben wir ja gar nicht oft benutzt dieses Jahr. Dann nehmen wir hier noch Dominguez. Ja, Dominguez. Dann nehmen wir hier noch... Haben wir keinen? Was? Oscar Wendt? Kein Oscar Wendt? Na, Oscar Wendt auf jeden Fall. Passt. Perfekt. Wir sind perfekt fertig geworden. Ja, Freunde, das war... Wir gucken es uns einfach an. So, das Summer. Sommer, Dominguez, Wendt. Dann haben wir hier Yangan Biwa, Gonalon. Dann haben wir Aurier. Wir haben Paulsen. Wir haben Van der Vaart. Wir haben Snyder. Wir haben Van Persie. Wir haben Marc Gondes. Das heißt, wir haben hier die legendäre Holland-Connection vergangener Tage. Sieht nicht schlecht aus. Also geht natürlich deutlich besser. Aber... ist in Ordnung dafür, dass wir mit einem Midgieland-Spieler arbeiten mussten. Und ich würde sagen, damit suchen wir jetzt einen Gegner und starten rein. Ab geht's. Ah, Freunde, na endlich. So, ab geht's. Gegen diesen Gegner mit Pizarro, International Hero. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Karte ist. Ich weiß nicht, wie die heißen zumindest. Dann ein Oxford-Verteidiger, den ich erkenne. Ich glaube, Dunkey heißt er oder sowas. Kenne ich aus meinem Oxford-Karrieremodus. Also, Sorg noch dabei. Non-Rare Bundesliga. Keine Ahnung, was der macht. Wahrscheinlich irgendeine Road to Glory oder sowas. Kein Plan, aber wir haben 7 Nationen und 4 Ligen, wollen gewinnen und machen das. Oh, Van der Vaart, wieso ist der so schnell hier unterwegs? Raus auf Maxime Gonalon und der auf Robin van Persie, 1-0, so schnell kann das gehen. 2 Minuten durch und wir führen schon, ja perfekt. Also das war jetzt mal ein Start nach Maß, würde ich sagen. Gonalon mit der Vorarbeit auf RVP, nachdem Van der Vaart sich gut durchgesetzt hatte. Kopfball ist auch drin. Ja, das war zu einfach. Oh, 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 Sweat. Nee, oh, Sommer. Klasse Parade. Also da hätte das sweaten müssen. Da hätte ich auch gesweatet, ganz ehrlich. Total verständlich wäre das gewesen. Und jetzt die Riesenchance für RVP. Lupfer und das Ding ist drin. Was? Oh. Hab ich drin gesehen? Naja, ist ja auch egal. Eckball. So viel zum Thema. Das ist ja auch... egal, wer war es? Bentaleb? Sieht zumindest so aus, keine Ahnung, wer es war. Aber er war auf jeden Fall der Ausgleichstreffer, die Davi. Oh ja, ja gut, Bentaleb gibt es wahrscheinlich noch nicht so verbreitet. Gonalon, versucht's mal. Es geht noch nicht viel. Also dieses Spiel ist bisher super langweilig, weil ich offensiv irgendwie zu verspielt bin und wieder nicht einfach nur auf Tor gehe und dann kassiere ich so ein dummes Gegentor. Passt natürlich wieder voll in meine Welt. Und also dummes Gegentor, weil ich halt einfach schlecht gespielt habe, nicht weil das Tor irgendwie kacke war. Dazu, ja, vom Gegner kommt eigentlich gar nichts, bis auf diese Szene jetzt gerade mal. Und jetzt gibt es einen Elfmeter, der überhaupt keiner war. Aber das soll mir ehrlich gesagt egal sein, weil so kann ich den Pfostentreffer von gerade kompensieren. Jawohl, das mache ich auch. Van der Vaart, der zweite Spieler, den wir jetzt hier hatten. Gunnar Loh mit der Vorarbeit, Van der Vaart mit dem Tor, das läuft doch. Das war genauso wenig ein Freistoß, aber gut, das ist wahrscheinlich Gerechtigkeit, solange es kein Elfmeter ist. Aber Pizarro kann ihn natürlich jetzt reinhauen. Oder auch nicht. Wow, also ich weiß nicht, die Gegentore sind dann einfach richtig dämlich. So, weiß ich nicht. Einfach, weil ich es nicht ernst genug nehme, glaube ich. Das war wieder so ein Ding, was niemals fallen muss. Und dann noch die Olli Sorg. Das sah Sommer auch nicht sonderlich gut aus. Das Problem ist, ich wollte es eigentlich gerade ansprechen, es passiert nicht viel. Einfach, weil ich das Spiel, ich weiß nicht. Ich glaube, ich brauche diesen Druck irgendwie oder ich habe einfach so keinen Bock mehr auf dieses Spiel, dass mir das Ergebnis mittlerweile fast schon egal ist. Und deswegen brauche ich sozusagen diesen Druck aus Liga 1, dass es um was geht. Weil in solchen Spielen, keine Ahnung, vor allem der Gegner fordert mich jetzt nicht sonderlich. Und es ist eigentlich viel zu easy und deswegen mache ich nicht viel. Und das ist halt total dumm, weil dann kassiert man solche dämlichen Ausgleichsgegentore. Aber da sieht man halt, das Spiel ist tot, ne? Das ist halt einfach die Sache. So, haben wir das wieder geklärt. Steht wieder 3-2 und jetzt geht's weiter. Und Gonalon darf auch nochmal netzen. Jawohl, jetzt machen wir hier 4-2, damit wir nicht noch ein dummes Gegentor kassieren und dann eventuell noch unentschieden spielen. Schöner Treffer auf jeden Fall, gut rausgespielt und damit haben wir jetzt beide unsere gezogenen Spieler als Torschützen auch dabei. Schöner Pass von Paulsen, genau im richtigen Moment. Verteidigung ist offen und Torwart ist halt Bronze, ne? Kannst alles machen.
Alles klar. Da war jemand ein bisschen sauer auf jeden Fall. Zumindest kam mir das jetzt so vor. Wer ist denn das? Groß? Ja, Pascal Groß. Aber egal, gelb nur. Ist ja auch vollkommen okay. Oh, das wäre nochmal ein richtig sickes Tor gewesen zum Abschluss von Van der Vaart. Aus wie vielen Metern, weiß ich gar nicht, 35 oder sowas. Aber leider Pfosten. Müsste jetzt aber auch gleich vorbei sein, die Partie. Deswegen belabern wir das jetzt einfach nochmal ganz kurz. Vielleicht machen wir ja noch ein Türchen jetzt gerade zur Feier des Tages. Könnte nochmal eine Gelegenheit geben zumindest. Steht jetzt aber gar keiner. Gut, und es gibt nochmal einen Freistoß. Versuchen wir halt nochmal. Aus dem Freistoß wurde nichts und jetzt das Spiel vorbei. 4:2 Sieg, mehr oder weniger souverän. Wie gesagt, das war jetzt nicht so eine große Aufgabe. Vor allem natürlich auch, weil seine Defensive nicht so stark war. Aber ich denke mal, trotzdem war ein cooles Spiel. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da oben dafür die beiden Van der Vaart Tore. Das ist nämlich mal eine Herausforderung, mit dem nochmal zu treffen. Jetzt, wo der bei Midtjylland ist, ist es nicht mehr ganz so wahrscheinlich, dass man von dem großartig nochmal was hören wird. Aber ich denke mal, unser altes niederländisches Trio hat nochmal gezeigt, was es drauf hat. Und das war auf jeden Fall eine gute 26. Episode. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, eventuell 7 Minuten. Kurz dann schon in FIFA 17 Ultimate Team. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das genauso auch da haben wollt. Ich würde mich drüber freuen. Wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Passt auf euch auf. Haut rein und ciao.